Die Lesung aus dem Buch Genesis gehört zu der Fastenzeit wie sonst keine eigentlich, weil das haben auch die alten Kirchenväter schon gesehen und es auch so gedeutet, Abraham und Isaak, das ist auch eine Ankündigung dessen, was in Jesus Christus mit seinem Kreuzestod geschieht. Und dennoch ist diese Geschichte, wie Gott Abraham befiehlt, seinen eigenen Sohn zu opfern, wo auch Isaak einfach sich dem Ganzen fügt, für die Menschen der heutigen Zeit, so auch für mich und ich vermute auch für so einige, die hier sitzen, etwas, das man nicht versteht. Und ich glaube, also ich bin davon auch fest überzeugt, dass man Gott nicht immer verstehen muss. Und trotzdem vielleicht sich daran erinnert, an Gott ist so vieles, dass du nie verstehen wirst. Brauchst dich nicht mal zu bemühen. Alles zu verstehen, wird eh nie gelingen. Was nicht bedeutet, dass man sich nicht bemühen sollte, ihn ein bisschen zu verstehen. Aber wenn es dir mit dieser Lesung so geht, dass du nicht verstehst, warum Gott so ein Opfer fordert, und er meint es ernst, wenn er Abraham sagt, du geh und opfere deinen Sohn für mich. Das ist kein Spielchen, das Gott mit Abraham spielt. Sicher, die Geschichte geht gut aus. Aber für Abraham, den Vater im Glauben, für die Juden und auch für uns, war es kein Spiel. Er hatte es ehrlich vor, seinen Sohn zu töten, weil Gott ihm das befohlen hat. Und dann auf der anderen Seite der Isaak, der sich dem Ganzen fügt, also so dumm war er sicher nicht. Er fragt dann auch auf dem Weg, naja, was sollen wir da opfern? Da gibt's ja nichts, ne? Wir sind nur zwei, ich habe noch ein bisschen Holz mit. Was sollen wir da opfern? Er muss sich schon was dabei gedacht haben. Und trotzdem geht er mit ihrem Vater. Was für ein Glaube ist das? Ein toter Gehorsam eigentlich. Ich glaube, dass diese Geschichte neben der ganzen theologischen Deutung, die für die Fastenzeit nützlich ist, also man schaut dann auf den Karfreitag schon hin mit dieser Lesung, lehrt uns etwas Wesentliches über Gott. Und das haben wir auch etwas Ähnliches im Evangelium, wo Jesus drei seiner Jünger nimmt, also den Jakobus, Petrus und Johannes, sie gehen auf einen Berg und dort geschehen seltsame Dinge mit Jesus. Und die Jünger kapieren da auch nichts, was da los ist. Dann sehen sie noch Elia und den Mose, die zu Jesus kommen, mit ihm reden, und Petrus versteht nichts mehr. Und der will irgendwelche Hütten auf diesem Berg bauen, als ob Jesus sich da niederlassen wollte. Und der Evangelist schreibt, sie waren vor Furcht benommen. Sie haben Gott nicht verstanden, sie haben Jesus nicht verstanden. Er hat nur ihnen gesagt, kommt mit. Und nichts anderes. Und trotzdem haben sie tausend Ideen, was sie jetzt tun müssten, um ihre Angst ein bisschen zuzudecken. Und auch dieses Gefühl auf die Seite zu schieben, also ich verstehe Jesus nicht, was er da vorhat. An diesen zwei Geschichten, also wo Abraham seinen Sohn opfern will, den Isaak, und auch auf dem Gang auf diesen Berg der Verwandlung mit Jesus, mit seinen drei Jüngern, zeigt sich eigentlich etwas, was wir als die, die in seiner Nachfolge stehen, als erstes tun müssen. In der Nachfolge, also in der Jüngerschaft, weil wir alle sind zu Jüngern berufen, geht es nicht primär darum, Jesus und Gott zu verstehen. Das ist an manchen Stellen im Leben ganz nützlich. Aber das ist nicht erforderlich dafür, dass du ein guter Jünger, eine gute Jüngerin Christi bist. Es geht auch nicht darum, Dinge zu tun. Gott geht es jetzt nicht darum bei Abraham, dass er irgendeinen Opferaltar baut. Das ist ihm wirklich herzlichst egal.
Und dasselbe ist bei Jesus. Er will keine Hütten auf irgendeinem Berg, auf dem er nur einmal ist. Wozu? Er braucht das nicht. Also in der Nachfolge geht es auch nicht darum, Dinge zu tun. Und das sind so zwei Gefahren, die da lauern. Ne? Also, dass man vielleicht die eigene Unsicherheit in der Nachfolge, weil wenn du die Bibel liest, willst du immer wieder Texte finden, die du nicht verstehst. Wenn du das Gefühl hast, du verstehst alles in der Bibel, dann bist du auf dem Holzweg, dann irrst du dich gewaltig. Aber wenn du dann die Bibel liest und solche Texte hast, die wirklich nicht verstehst, dann besteht die große Gefahr, das irgendwie zu erklären. Naja, Gott wollte eigentlich nicht, dass Isaak geopfert wird, weil er hat ja seinen Engel da geschickt und er hat in letzten Moment interveniert. Ich weiß es nicht. Du kannst es so erklären, das gibt eine gewisse Sicherheit. Ne? Da bewegst du dich auf einem festen Grund, wenn du dir die Sachen in der Bibel so erklärst. Aber Gott ist ganz anders als du und ich. Und manche Dinge, die er tut, verstehen wir einfach nicht. Spätestens, wenn du am Bett eines leidenden Menschen stehst und siehst, wie er leidet und diesem Leib nicht abhelfen kannst, wirst du dich fragen, was für ein Gott ist das? Bis jetzt habe ich mir alles erklären können und jetzt stehe ich da, bete, dass dieser Mensch entweder gesund wird, keine Schmerzen hat oder endlich sterben kann und es geschieht nichts. Und dann bist du mit deiner Weisheit und Lehre am Ende irgendwann. Das ist die erste Gefahr. Die zweite ist, dass man sich in verschiedene Tätigkeiten flüchtet. Wie in der katholischen Kirche und auch also die anderen Konfessionen sind genauso gestrickt. Wir tun viele Dinge, also Fastenzeit tut man Fastensuppe oder man macht Aktionen für irgendetwas oder einfach man engagiert sich bei einem Pfarrcafé oder bei uns beim Klostertreff, das sind alles gute Dinge. Oder geht zu den Armen und tut Dinge, die wichtig sind. Also an und für sich sind diese Tätigkeiten gut und notwendig. Aber wenn deine Nachfolge nur darin besteht, diese Dinge zu tun und du dich von Jesus nicht herausfordern lässt, dann bist du auch auf dem Holzweg. Das ist genau derselbe Mechanismus. Man deckt die eigene Unsicherheit im Glauben mit Dingen zu. Das ist so, wie man, also weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber bei mir zu Hause ist es so, zu Allerheiligen deckt man die Gräber mit so grünen Zweigen zu. Also, damit es schön grün ist. Es ist normalerweise kalt, matschig, da wächst nichts mehr zu Allerheiligen und zu Allerseelen. Und man tut da etwas drüber, damit es einen Anschein hat, dass alles okay ist. Aber das ist ein Grab, an dem du stehst. Damit es nicht so traurig ist, gibt es auch einen Ausweg aus dieser ausweglosen Situation. Weil es geht darum, was du als Jünger, Jüngerin Christi tun sollst, damit du eben in der Jüngerschaft lebst. Damit deine Nachfolge fruchtbar ist für dein Leben und auch für die Kirche. Das, was hier geschieht bei Abraham, bei Isaak, da sieht man, was danach passiert. Das Ergebnis dieser Herausforderung, die wir nie ganz verstehen werden, ist, dass Abraham eine Beziehung zu Gott aufbaut, die nichts mehr zerstören kann. Er macht danach noch viele, 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 viele Dummheiten in seinem Leben. Er war nicht perfekt und Isaak auch nicht. Aber was sie tun in ihrem Leben, sie lassen sich auf Gott ein. Sie arbeiten an der Beziehung zu ihm. Sie reden mit ihm. Sie richten ihr eigenes Leben nach dem aus, was Gott sagt. Und so wachsen sie im Glauben. Und dasselbe sehen wir bei den Aposteln, bei den Jüngern Jesu. So, Petrus ist das beste Beispiel dafür, dass du nicht perfekt sein musst in deiner Nachfolge.
Er war ein ziemlich einfacher Typ und hat sich sehr oft wie ein Trottel verhalten. Nicht nur bevor er Jesus begegnet ist, auch in der Zeit mit ihm und danach auch. Du musst nicht in deinem Leben alles unter Kontrolle haben. Du musst dich nicht immer auf einem sicheren Grund bewegen. Aber was man an Petrus, Jakobus, Johannes und den anderen Aposteln sieht, sie bauen auf diese Beziehung zu Jesus auf. Und es hört nicht mit dem Tod und der Auferstehung Jesu auf, sondern geht weiter. Und die Fastenzeit ist, ja wie jede Zeit eigentlich im Jahr, eine große Einladung dazu, an deiner Beziehung zu ihm zu arbeiten. Jesus hat 3 Jahre seines Lebens in die 12 Jünger investiert. 3 Jahre, Tag ein, Tag aus, hat mit ihnen Zeit verbracht. Das möchte Gott auch mit dir tun. Zeit mit dir zu verbringen und dich lehren, was es heißt, sein Jünger, seine Jüngerin zu sein. Damit dein Leben so wird wie das Leben des Abraham, des Isaak, des Petrus, des Jakobus, des Johannes und viele andere. Ein Leben, das außergewöhnlich ist, das einmalig ist und von Gottes Hand gezeichnet ist. Und du darfst scheitern in diesem Unternehmen. Das ist kein Problem für Gott, das ist nur ein Problem für dich meistens. Für Gott ist nichts unmöglich. Also lass dich darauf ein, auf diese Herausforderung, die Jesus an dein Leben stellt. Weil die Nachfolge, die Jüngerschaft ist nicht immer leicht, aber sie ist etwas, das es wert ist, darin zu investieren. Also nimm dir die Zeit für Gott in deinem Leben. Ob es dann ein Gebet ist, die Bibellektüre oder das Studium oder irgendetwas, das du in der Kirche tust, sei es Pfarrkaffee oder sonst was anderes. Das ist dann nicht so bedeutend. Aber das muss aus dieser Beziehung zu Jesus, zu Gott, herauswachsen. Das Problem in der Kirche ist, dass wir viele dieser nützlichen und wichtigen Dinge tun, ohne an Gott zu glauben. Also ich kenne wirklich sehr viele Leute, die geniale Sachen tun und die Welt auch verändern, aber ohne eine Beziehung zu Gott. Also investiere dort Zeit und das, was du tust, was es auch sei, wird eine ganz andere Qualität haben und nicht nur für andere, sondern für dich. Du wirst wachsen, du wirst herausragend sein. Das ist das, was Gott für dich will. Dass du zwar eine von vielen bist, aber ein ganz besonderer Mensch, ohne den die Kirche viel ärmer ist, als sie es mit ihm wäre.